Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich möchte Ihnen heute das Thema Recyclingpapier und den Einsatz von Recyclingpapier etwas näher bringen und eine Lanze für den Einsatz von Recyclingpapier sozusagen brechen. Wir als Druckerei haben immer wieder den Eindruck, dass es da doch große Vorbehalte und Bedenken gibt, gerade auch auf Agentur- und Grafikerseite. Wir haben uns deshalb einige Gedanken gemacht, wie wir damit umgehen können und das verbessern können. Und das möchte ich Ihnen heute hier mal vorstellen. Eigentlich ist ja das Thema relativ klar und jedes Kind weiß, dass eigentlich schon das Recyclingpapier natürlich gut für die Umwelt ist und wir das eigentlich benutzen sollten. Aber in der Praxis ist es dann doch häufig so, dass es viele Vorbehalte gibt und wie das so mit Vorbehalten immer ist, die halten sich lange, auch wenn sie längst keine Aktualität mehr haben. Und es ist schwer, diese dann auszuräumen. Für uns ist es aber so, dass wir als Druckerei auch sagen, wir sind ja kein Papierhändler, der das Papier unbedingt verkaufen möchte, aber wir sagen, als Druckerei haben wir auch die Verantwortung, darauf hinzuweisen, wo gibt es Möglichkeiten einzusparen, um auch das Druckprodukt als solches im Markt verkaufen zu können, vertreten zu können, auch vor dem Hintergrund der wachsenden Umweltdiskussion. Und da ist aus unserer Sicht das Thema Papier ein ganz wichtiger Teil. Vorneweg vielleicht ein paar Informationen zum Druckhaus Berlin-Mitte. Wir sitzen in Berlin-Mitte natürlich, wie es der Name schon sagt. Mit 85 Mitarbeitern produzieren wir an zwei Standorten in Berlin und Brandenburg. Und wir sind seit 2009 Teil oder Tochter einer gemeinnützigen Stiftung, die sich auch mit Natur- und Tierschutz beschäftigt. Wir haben uns mit dem Thema Umweltschutz und umweltfreundliche Printproduktion schon lange beschäftigt, seit 10 Jahren. Mittlerweile sind wir EMAS zertifiziert und haben natürlich auch andere Zertifizierungen erfolgreich absolviert, FSC, klimaneutralen Druck und andere Dinge. Ganz besonders stolz sind wir eigentlich auf unser Informationszentrum für nachhaltige Printmedien. Das haben wir Anfang 2010 eröffnet, haben seitdem zahlreiche Seminare mit externen Referenten, aber auch mit internen Referenten gemacht. Und wir haben jetzt gerade vorletzte Woche die Mitteilung bekommen, dass wir für das Informationszentrum auch diese Auszeichnung von der UNESCO bekommen, die Sie hier rechts auf der Folie sehen, offizielles Projekt für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das bekommen wir dann Anfang Juni beim Bundespräsidenten überreicht. Warum nun beschäftigen wir uns als Druckerei so stark mit diesem Thema Papier? Ich habe dazu mal ein Aspekt, ein Merkmal der Umweltbelastung durch durch Papier bei der Druckproduktion hier herausgezogen. Das ist die CO2-Bilanz. Sie sehen hier mal eine ganz normale Broschüre. Ich habe mal durchrechnen lassen unseren Umweltbericht 2011 mit einer Auflage von 3000 Exemplaren. Und der hat in dieser Ausstattung bei einem herkömmlichen Bilderdruckpapier eine CO2-Belastung von über 1,2 Tonnen und davon fast 3/4 gehen auf das Konto des Papiers. Das ist für uns ein Grund, sich eben gerade an dieser Stelle auch Gedanken zu machen, wo man dort Einsparungen machen kann. Es gibt natürlich noch viele andere Aspekte, wo sich das Papier auswirkt, außer CO2, Thema Wasserbelastung und so weiter. Dazu komme ich aber später noch. Nun werden wir ja häufig als Druckereibranche daran erinnert, dass wir sozusagen die Totholzdrucker sind und eigentlich mit den neuen Medien und Internet und so weiter alles viel besser wird und das viel umweltfreundlicher ist.
Ich denke, da muss man schon auch ein Fragezeichen machen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele zusammengestellt, wo es um Umweltbelastung, um Energieverbrauch durch Internet und PC-Nutzung geht. Das wird mit Sicherheit nicht abzuschalten sein, das ist ganz klar, aber auch dort gibt es eine Belastung. Auch dort, die Unternehmen machen sich natürlich Gedanken, wie diese Belastungen reduziert werden können. Aber es ist nicht automatisch so, dass wenn man nun nicht drucken würde, dass dann jegliche Umweltbelastung beiseite geschoben werden könnte. Aus unserer Sicht hilft deshalb an der Stelle nur die Alternative Recyclingpapier. Da gibt es nun die unterschiedlichsten Zahlen, welchen Vorteil das für die Umwelt bringt. Da gibt es dann Vergleiche zwischen Recyclingpapier aus nordeuropäischer Produktion im Verhältnis zu Bilderdruck aus südafrikanischer Produktion. Da schwanken die Zahlen dann sehr stark, aber von der Tendenz her sind alle diese Zahlen eigentlich ähnlich. Es wird erheblich Wasser eingespart, es wird Frischwasser eingespart, es wird erheblich Energie eingespart, es wird viel CO2 bei der Produktion eingespart im Verhältnis Frischfaserpapier zum Recyclingpapier. Es wird Abwasser eingespart und es wird natürlich auch sehr viel Holz eingespart. Sprich, natürlich macht es Sinn, wenn man Frischfaserpapier einsetzen muss, auf solche Siegel wie FSC zu achten, um diese aus Nachhalt der Forstwirtschaft zu beziehen. Aber am allerbesten ist es natürlich, wenn man das Holz überhaupt nicht einsetzt. Und da hilft Recyclingpapier aus unserer Sicht, ist eine sehr große Hilfe dafür. Jetzt habe ich mal die gleiche Broschüre, die ich eben gezeigt habe, nochmal mit einem Recyclingpapier durchgerechnet. Und Sie sehen, die CO2-Menge bei der gleichen Broschüre reduziert sich um 800 Kilo. Und das Material, das Papier, nimmt nur noch ein Viertel der Gesamtbelastung ein, wobei man dazu sagen muss, das ist alles auf Grundlage des Carbon Footprints unserer Firma. Das kann in einer anderen Firma ganz anders aussehen. In der Regel wird es eher etwas höher liegen, gerade die Belastungen, die durch Druck und Bindung entstehen. Wir haben da eben schon viel in der Richtung getan bei uns. Aber der Unterschied, ob ich Recyclingpapier oder normales Bilderdruckpapier einsetze, der bleibt bei allen Druckereien gleich und der ist so gravierend, wie man ihn hier sieht. So, nun hören wir eben häufig, ja, das ist ja alles ganz schön und gut, aber gibt es da nicht die unterschiedlichsten Dinge beim Einsatz von Recyclingpapier zu bedenken? Und ich habe hier mal die wesentlichen Vorurteile, die uns immer begegnen, aufgelistet. Als allererstes hören wir immer wieder, das Papier ist nicht weiß genug. Da muss man einfach sagen, es gibt mittlerweile Recyclingpapiere mit einem Weißegrad zwischen 70 und bis hoch zu 160, 180 bei ungestrichenen Recyclingpapieren. Das Argument zählt insofern aus unserer Sicht so nicht mehr. Es gibt ganz viele Recyclingpapiere, das werde ich auch gleich noch beim Ecobag zeigen, die gestrichen sind und da ist der Rohstoff ohnehin dann nicht mehr relevant. Da kommt die Papierweise dann im Wesentlichen aus dem Strich heraus. Was die Druckqualität anbetrifft, natürlich ist es nicht ganz einfach, mit gerade ungestrichenen Recyclingpapieren umzugehen. Das ist vielleicht noch etwa ein Tick schwieriger und man muss sorgfältiger arbeiten als bei ungestrichenen normalen Offset-Papieren. Aber wir produzieren im FM-Raster auf Recyclingpapier. Wir produzieren mit sehr hoher Farbdeckung auf Recyclingpapier und sind der Meinung,
bei entsprechender Bearbeitung kann man das sehr gut verarbeiten. Wo es tatsächlich nach wie vor Dinge gibt, die man beim Recyclingpapier beachten muss, ist die Frage der Gleichmäßigkeit der Farbtönung, gerade bei ungestrichenen Recyclingpapieren, weil es da immer sehr stark auf den Rohstoff ankommt, was eingesetzt wurde für die Recyclingpapierproduktion. Auch das Thema Papiereinschlüsse ist bei ungestrichenen Recyclingpapieren nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir finden aber, dass man das auch sehr schön, und ich werde hier gleich Beispiele zeigen, auch in der Gestaltung mitverarbeiten kann. Das Thema hoher Preis, das ist tatsächlich kein Vorurteil, sondern es ist leider so, Recyclingpapier ist etwas teurer. Auf der anderen Seite muss man einfach sehen, wenn man zum Beispiel dagegen die Rechnung macht über den CO2-Fußabdruck und da sieht, was man als möglicherweise Ausgleichszahlung für einen klimaneutralen Druck machen müsste oder auch mit berücksichtigt, dass man vielleicht Recyclingpapier, was in der Regel eine bessere Opazität hat, dass man vielleicht in der Grammatur ein Stück runtergehen kann, da lassen sich dann schon einige Dinge, was den hohen Preis angeht, relativieren. Was die Belastbarkeit, also Weiterverarbeitungsmöglichkeit und später im Gebrauch von Recyclingpapier angeht, haben wir die Erfahrung gemacht, dass man es eigentlich für die allermeisten Druckprodukte und weiterverarbeiteten Produkte einsetzen kann. Schwierig könnte es werden, wenn es ein sehr stark strapazierter Umschlag oder Mappe oder ähnliches ist. Da macht es sich dann einfach doch bemerkbar, dass bei Recyclingpapieren die Papierfasern in der Regel etwas kürzer sind und insofern bei sehr starker mechanischer Beanspruchung das Recyclingpapier zum Beispiel mit einem Chromokarton so nicht mithalten kann. Der letzte Punkt, ob Recyclingpapier wirklich umweltschonend ist, dazu habe ich, glaube ich, schon ein paar Dinge gezeigt. Und ich habe vorher schon auf ein paar Studien hingewiesen, auf den vorherigen Folien. Hier möchte ich nochmal auf die Papierdatenbank vom WWF hinweisen. Dort gibt es diverse Papierprofile, wo man sich anschauen kann, was kann das Recyclingpapier, das FSC-zertifizierte Papier, wie steht das im Umweltranking, aber auch technische Beschreibungen wie Weißgrad und solche Geschichten werden dort in der Papierdatenbank beschrieben. Ja, wir haben nun gesagt, wir können da natürlich viel drüber erzählen, aber wir müssen es eigentlich auch vorführen. Und deshalb haben wir bei uns im Druckhaus gemeinsam mit Studenten und mit unserer Technik ein Druckmusterbuch erstellt, was jetzt mittlerweile 30 Recyclingpapiermuster beinhaltet. Und ich würde das hier einfach mal in ein paar Exemplaren rumgeben. Wir nennen das Ganze EcoBag, und zwar EcoBag Plus, weil wir in dieser zweiten Ausgabe unseres EcoBags nicht nur Recyclingpapiere zeigen, sondern auch auf die Verarbeitungsmöglichkeiten eingehen. Wir haben hier Beispiele gezeigt für verschiedene Druckfarben, Ökodruckfarben, normale Druckfarben, Beispiele für Ökolacke, für normale Lacke, einfach um zu zeigen, was geht und worauf man achten muss. Wir haben auch ein Beispiel gezeigt, wo man sehen kann, wie der Unbundaufbau auf Recycling funktionieren kann, um auch an der Stelle eine Optimierung hinsichtlich Farbverbrauch und Farbsättigung auf dem Recyclingmaterial zu erreichen. Zum Schluss, wir haben mittlerweile ein seit Herausgabe auch des EcoBags doch einen starken Anstieg zu verzeichnen von Recycling-Druckprodukten.
teilweise geht das zu Lasten von vorher FSC-zertifizierten Produkten, die jetzt eben mit blauen Engel Recyclingpapier gedruckt werden. Und auch da habe ich hier ein paar Muster mitgebracht, die ich gerne mal rumgeben kann, wo man sieht zum Teil auf gestrichenen Papieren, schon angesprochen, mit FM-Raster gedruckt, also mit sehr feinem Raster gedruckt, sehr hohe Farbsättigung, wie das reagiert auf unterschiedlichen Materialien, gestrichen oder ungestrichen. Auch da gebe ich die Muster mal rum, beziehungsweise der Rüdiger Maas. Für die Zuschauer am Internet, die können das nun leider so nicht in der Hand halten, aber dazu ist eben dann doch die gedruckte Sache da, dass man sie auch in der Hand halten kann. Insofern ist das nur den Zuhörern hier vor Ort gegönnt. Wenn Sie Interesse an so einem Eco-Bag haben, den bestellen wollen, dann haben wir hier für die Drupa, für die Mediamundo ein Sonderangebot vorgesehen. Normalerweise kostet der EcoBag 25 Euro und wir würden ihn hier für 15 Euro zur Verfügung stellen. Die Bestellformulare werden gleich vorne dann am Tresen ausliegen. Und ansonsten kann ich jetzt nur sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir denken, man kann mit Recyclingpapier sehr viel machen und insofern die Aufforderung an Sie, was tun und loslegen. Vielen Dank.